Keine Zeit. Es gibt drei beste VPN-Anbieter zu besprechen in weniger als 3 Minuten. Also los. Ich beginne mit dem definitiv besten VPN 2024, NordVPN. Dies ist ein ziemlich erschwingliches VPN mit einem lächerlich guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Wert kommt natürlich von dem hohen Sicherheitsniveau, das NordVPN bietet. Dazu gehören eine praktisch unknackbare Verschlüsselung, eine datenschutzfreundliche Rechtsprechung, eine geprüfte No-Logs-Politik und RAM-Only-Server, die keine Nutzerdaten langfristig speichern können. Auch bei den Funktionen bietet NordVPN eine Möglichkeit, Werbung, Tracker und bösartige Links zu blockieren und alle Arten von IP- und DNS-Lecks zu verhindern. All diese Funktionen sind dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche sehr leicht zugänglich. NordVPN ist einer der wenigen besten VPN-Service-Anbieter, der sogar eine digitale Karte anbietet, um mir die Entfernung und den Standort meiner Verbindung zu zeigen. Außerdem ist die App selbst ziemlich modern und intuitiv. Sie sollte selbst für unerfahrene Nutzer keine Probleme darstellen. Als Streaming-Enthusiast genieße ich NordVPN wegen der mehr als 6400 Server in 111 Ländern. Dieser Anbieter hat mir Zugang zu mehr Inhalten verschafft als jeder andere VPN. Auch die Leistung ist solide. In meinen Tests wird NordVPN oft als das beste VPN in Bezug auf die Geschwindigkeit eingestuft. Mit seinen optimierten P2P-Servern eignet sich NordVPN auch hervorragend zum Torrenting. Da dieses VPN bis zu 10 gleichzeitige Verbindungen unterstützt, kann ich es jederzeit mit einer Gruppe von Freunden teilen. Wenn du aber über dieses Limit hinausgehen willst, ist Surfshark das Top-VPN für dich. Dieser Anbieter hat keine Gerätebeschränkung und einen Preis, der NordVPN mühelos übertrifft. Es gibt sogar beste VPN-Deals wie die in der Beschreibung unten, die den Preis von Surfshark noch weiter senken. Aber was kann Surfshark bieten, wenn es so günstig ist? Nun, zunächst einmal stimmt Surfshark in vielen Sicherheitselementen mit NordVPN überein. Einige davon hat es sogar vor NordVPN eingeführt. Der einzige Unterschied und ein kleiner Nachteil ist die Rechtsprechung. Surfshark ist nicht so datenschutzfreundlich. Dieses VPN hat auch einen eigenen Werbeblocker, eine Funktion namens Clean Web, die meiner Meinung nach genauso effektiv bösartige Links und Tracker entfernt. Der größte Pluspunkt ist aber sicherlich Surfshark One, darunter eine sichere, unvoreingenommene Suche, ein Tool zur Überwachung von Datenschutzverletzungen und ein vollwertiges Antivirenprogramm. Auch mit diesem Paket bleibt Surfshark eine der günstigsten Optionen. Was die Leistung angeht, ist Surfshark nur geringfügig langsamer als NordVPN und deckt fast die gleiche Anzahl an Ländern ab, obwohl es im Vergleich dazu an Servern fehlt. Beim Streaming und Torrenting hatte ich jedoch keinerlei Probleme. Der dritte Anbieter in diesem besten VPN-Vergleich ist ProtonVPN, der einzige Open-Source-Freemium-VPN auf der Liste. ProtonVPN ist zwar ziemlich teuer, aber es hat viele Elemente, die den Preis wert sind. Zum Beispiel gehört ProtonVPN zu einem seriösen Cybersecurity-Unternehmen, das in einem datenschutzfreundlichen Land arbeitet. In puncto Sicherheit kann es mit Surfshark und NordVPN mithalten und hat sogar ein paar einzigartige Funktionen. Die Secure Core Server sorgen für eine weitere Sicherheitsebene. Vor allem bietet ProtonVPN auch eine kostenlose Version an. Unter meinem besten kostenlosen VPN 2024 Testbericht habe ich es sogar zum besten kostenlosen VPN im Allgemeinen erklärt. In Bezug auf die Leistung ist die kostenlose Variante nicht allzu beeindruckend, aber die Premium-Version bietet sogar ein bisschen mehr als NordVPN. Während die kostenlose Version für das Streaming nicht gut genug ist, gibt es bei der Premium-Variante kaum etwas zu bemängeln. Meine Streaming- und Torrenting-Erfahrung mit ProtonVPN war sehr solide. Das waren die besten VPNs 2024 in 3 Minuten. Vergiss nicht, einen Blick auf die Rabattlinks in der Beschreibung zu werfen und bleib online sicher.